ich bin auch des Öfteren hier und stelle fest, wenn jeder von euch hätte heute noch einen mitgebracht, dann wären wir doppelt so viele. Das war eine kluge Mathematik. Ne? Ich bin auch ab und zu mal freitags bei FFF und wir haben einen super Slogan. Wir sind hier und wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wenn man das Ganze ein bisschen umdichtet, heißt das, wir sind hier und wir sind laut, weil die da oben euch, den Beschäftigten, die Zukunft und die Perspektive klaut. Habt ihr euch das gemerkt? Wir wollen es mal versuchen. Ja? Wir sind hier und wir sind laut, weil die da oben den Beschäftigten die Zukunft und Perspektive klaut. Sehr gut. Der war schon sehr gut. Auch noch ein bisschen üben, dann läuft es viel besser. Mein Kollege hat schon so viel gesagt. Der redet sowieso besser als ich. Also ich bin das nicht ganz so gut. Ja? Auch mal ganz, ganz kurz, weil ich das Schild lese. Kein Vertrauen in den Linke. Ja, bla bla bla. Und so weiter und so fort. Die BVG hat ja dieses Jahr einen schönen, tollen Streik hingelegt. Es gibt Abstriche zu machen, es gibt aber auch eine gute Seite. Die gute Seite ist die Geldseite. Und jetzt streitet der Senat mit der BVG, der übernimmt dann die erkämpften Kosten für die Kolleginnen und Kollegen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, wenn Berlin würde regiert werden von CDU, CSU, wäre mir das ja noch normal im Kopf. Aber so ist mir das absolut unnormal. Und ich sage nochmal an alle Beschäftigten hier, macht es so wie FFF. Bleibt dabei und wenn ich kann, bin ich auch immer und immer wieder hier. Denn Solidarität ist die erste Waffe, die auch manche Leute zu Fall bringt. Und der Charité, die haben einen Slogan gebracht, der andere, ja, mit Gesundheit ging dabei. Jetzt ist der Slogan von der Charité weg. Gibt es jemanden von der Charité hier, der den Kopf hat? Na egal, vielleicht fällt mir der später noch mal ein. Also, nochmal Beifall für alle Beschäftigten hier und Beifall für euch alle, die alle hier heute hier sind. Danke.